mein Name ist Noxia und heute werde ich in meinem Broadcast das neue Release der MMORPG von Alaplaya vorstellen. Ich rede natürlich über Argo Online oder wie es auch genannt wird, Hybrid MMORPG Argo Online. Das resultiert daraus, dass Argo verschiedene Spielelemente vereint und in ein MMORPG unterbringt. Man bekommt verschiedene klassische MMORPG-Elemente geboten, aber nebenbei hat man auch Abwechslung durch den eigentlich nicht nötigen, aber trotzdem sehr amüsanten Third-Person-Mode. Dazu gibt es noch eine Ladung Real-Time-Strategy, was wir aber in diesem Broadcast leider nicht sehen werden, da dies erst sehr spät im Spiel genutzt wird. So, dann steigen wir auch mal direkt ein in Argo Online, aber vorher erkläre ich euch noch die zwei verschiedenen Rassen, die es in Argo Online gibt. Auf der einen Seite wären das als allererstes mal die Noblians. Die Noblians sind eine typische, von der Technik geprägte Steampunk-Fraktion. Und dadurch unterscheiden sie sich auch grundlegend von der gegnerischen Fraktion, genannt Floresla. Die Floresla zeichnen sich durch ihre Liebe zur Natur aus, sie leben in Einklang mit ihr und wollen verhindern, dass sie durch die Noblians noch mehr zerstört wird. Storymäßig geht das daraus hervor, dass die Floresla einen weiteren verheerenden Krieg verhindern wollen wie den letzten, genannt Sepertis, den vierten Weltkrieg. So, und wie ihr wahrscheinlich schon erkennen könnt, ich habe mir schon einen Charakter erstellt, deswegen kann ich auch meine Rasse nicht mehr wählen. Das ist aber nicht so schlimm, dass sich die Floresla eigentlich nicht von den Noblians unterscheiden, nur vom Aussehen her. Ich habe die Floresla gewählt, da sie mir eigentlich auf Anhieb besser gefallen haben als die Noblians. Es sind zurzeit aber mehr Noblian-Spieler unterwegs als Floresla-Spieler. Ich habe auch mal gehört, dass der höchste Spieler gerade auf Floresla-Seite sei. Ich glaube, das ist Stufe 48. Den schauen wir uns mal kurz an. Er ist jetzt derzeitig Level 29 und ihr kennt wahrscheinlich auch darunter schon einen anderen Level, das ist das Adventure Level, darauf werde ich später noch eingehen. Als Klasse habe ich mir den Sagittarius ausgesucht und auf die Klassen werde ich jetzt auch eingehen, deswegen erstelle ich jetzt einfach mal einen neuen Charakter. Das kleine Anfangsfilmchen habe ich jetzt auch einfach mal übersprungen, das könnt ihr euch ja ansehen, wenn ihr letztendlich mal das Spiel selber spielen werdet. Okay, dann schauen wir uns doch mal die verschiedenen Klassen an. Was mich als allererstes zum Beispiel schon mal gestört hat, die Klassen sind an die Geschlechter gebunden. Ich möchte mir eigentlich schon auswählen, welches Geschlecht ich mag, darüber kann man aber hinwegsehen, ist jetzt nicht so wichtig. So, dann haben wir schon die erste Klasse, das wäre der Taurus. Der Taurus ist eine typische eigentlich Damage-Dealer-Klasse, man kann sie aber auch als Tank spielen. Dann den Elementalist, typischer Range-Damage-Dealer. Als nächstes hätten wir den Shaman. Der Shaman ist eine ganz normale Healer-Klasse, also man kann es von ihm auch eigentlich gar nicht anders erwarten. Dann den Sagittarius. Der Sagittarius ist eine Ranged-Abwandlung eines Rogues. Man kann ihn auch als Melee spielen, aber auf Range ist er eigentlich um Längen besser. Dann den Warlock, typischer Mage. Er hat auch ein Pet, das kennt man wahrscheinlich aus WoW und anderen MMORPGs. Dann den Druid, ist eine Hybridklasse zwischen Healer und Mage. Und den ganz normalen Rogue. Darüber kann man nicht viel sagen. Und dann natürlich noch den Defender, eine ganz normale, typische Tank-Klasse, wie man sie aus eigentlich allen anderen MMORPGs auch kennt. Ich werde mir jetzt mal... vielleicht einen Elementalist aussuchen, da mir eigentlich dieses Melee-Zeug nicht sehr gefällt.
So, und dann sind wir auch schon am Customization Screen gelandet. Man kann jetzt nicht so viel verändern, eigentlich ziemlich wenig, wenn man andere Spiele anguckt. Also, wenn man jetzt von einem Stand eines APB ausgehen würde, dann ist schon Argo eine 2 und APB wäre eine 10. Also man kann hier eigentlich so ziemlich das gleiche, was man in jedem anderen typischen MMORPG auch kann. Man kann das Gesicht ein bisschen verändern. Sieht doch ziemlich nett aus. Die Augenfarbe. Das lasse ich jetzt einfach mal so. Ich will jetzt hier auch nicht zu lange rummachen. Natürlich kann man die Frisur verändern. Sind jetzt auch nicht gerade so viele Möglichkeiten, wie man sich wünscht. Aber man kann den Charakter zumindest so weit verändern, dass man sich von anderen Spielern unterscheidet. Dann kann man noch die Anfangskleidung auswählen. Das ist eigentlich nicht spielentscheidend. Also am besten nimmt man die drei Teile des gleichen Typs, da das eigentlich am besten harmoniert. Dann kann man das Gesicht noch verändern. Das werde ich jetzt einfach so lassen. Und natürlich auch, man kann die Charaktergröße machen, die Handgröße und die Körperform verändern. Da ich daran aber eigentlich kein Interesse habe, da es nicht spielentscheidend ist, werde ich jetzt einfach mal ins Spiel hineinstarten.